Okay, Nakama, ich sehe, du hast alles, was du brauchst. Jetzt brauchst du noch die Folien hinter dir. Magie? Vielen Dank für die Magie. Herzlich willkommen zu meiner Einführung in den OpenStreetMap Online Editor ID. Der OpenStreetMap Online Editor ID ist die einfachste Möglichkeit, in OpenStreetMap einzusteigen, ohne spezielle Software zu installieren. Das Einzige, was man benötigt, ist ein OpenStreetMap-Account und der ist schnell erstellt. Benutzername auswählen, Passwort erfinden und eine valide E-Mail-Adresse angeben. In diesem kleinen Kurzvortrag am Anfang, bevor dann die Demo folgt, werde ich kurz ein paar grundsätzliche Regeln aus dem OpenStreetMap-Projekt erklären, vorstellen, wie das Datenmodell funktioniert und kurz auf die Datenquellen eingehen, die man verwenden darf. Es gibt einige Grundsätze oder auch Spielregeln, und zwar die allerwichtigste ist die On-the-Ground-Rule. Man darf nur erfassen, was man objektiv vor Ort beobachten kann. Das heißt, wenn da ein Baum steht, dann ist da ein Baum und kein Haus. Und wenn das eine Eiche ist, ist es eine Eiche und keine Buche. Aus dieser Regel folgt und ein paar weiteren Regeln, dass OpenStreetMap keine Geschichtskarte ist, also wir erfassen keine historischen Daten, keine Römerstraßen, außer sie sind noch da und da steht ein Schild, alte Römerstraße. Wir erfassen auch keine Bewertungen, weil Bewertungen sind subjektiv und nicht objektiv, das heißt, man kann mit uns, mit OpenStreetMap keine guten und schlechten Restaurants finden, sondern man findet nur Restaurants. Und OpenStreetMap ist kein Projekt für geplante Vorhaben, die noch weit in der Zukunft liegen. Das heißt, Bundesverkehrswegepläne gehören da nicht rein. OpenStreetMap hat den Grundsatz, der You can tag what you want regelt, das oder auch man könnte es auch die Tagging-Freiheit nennen. Das heißt, man kann die Attribute frei auswählen, die man verwendet. Ich werde später ein paar Beispiele vorstellen. Auch wenn man die Attribute frei wählen kann, heißt das, man sollte nicht etwas falsch erfassen, damit eine bestimmte fehlerhafte Anwendung die Daten erwünscht anzeigt. Klassisches Beispiel, jemand möchte, dass die Standardkarte auf OpenStreetMap.org einen Weg in blauer Farbe darstellt und man erfasst ihn deshalb als Radweg, damit er blau dargestellt wird, dann ist das falsch, sondern man erfasst, was es vor Ort ist. Wenn es ein Waldweg ist, der zwar von Radfahrern benutzt werden kann, aber auch von Traktoren, dann ist es ein Waldweg und kein Radweg. Man sollte bedenken, wenn man Luftbilder verwendet, das ist eine häufige Datenquelle, dass diese auch Fehler haben können. Und deshalb, und das möchte ich jedem ans Herz legen, go out and map. Geht raus und schaut euch die Welt vor Ort an. Das ist die beste und zuverlässigste Informationsquelle, die es gibt. Zum Datenformat. Das Datenformat besteht aus drei Objekttypen. Der einfachste ist der Node, das ist ein Punkt mit Koordinaten. Der kann auch Tags haben. Es gibt Ways, das sind unsere Linien. Ein Way besteht aus mehreren Nodes, also einer Liste an IDs von Nodes. Und es gibt die Relation. Das ist das komplexeste Objekt und für einfache Bearbeitungen kommt man mit Relation auch gar nicht in Berührung. So eine Relation kann andere Objekte referenzieren, die Objekte haben Rollen. Beispiele sind Abbiegebeschränkungen. Das heißt, eine Abbiegerelation enthält einen Way mit der Rolle From, einen Punkt mit der Rolle Via und einen Way mit der Rolle To. Und das ist dann zum Beispiel das Verbot, von der Straße mit der Rolle From in die Straße mit der Rolle To abzubiegen, wenn man zum Beispiel ein Linksabbiegeverbot abbilden möchte. Ein anderes Beispiel sind die sogenannten Multipolygone. Das sind Flächen, die nicht einfach nur aus einem geschlossenen Ring bestehen, sondern die haben noch einen weiteren Ring weiter innen, zum Beispiel ein See mit einer Insel. Die Insel steht ja nicht unter Wasser, also brauchen wir einen inneren Ring, das ist die Uferlinie der Insel. Jedes dieser Objekte, also jeder Node, jeder Way und jede Relation kann ein oder mehrere Tags haben oder auch gar keine. Und diese Tags sind Key-Value-Paare und die legen fest, was es ist. Und es gibt kein spezielles Flächenobjekt in OpenStreetMap. Deshalb verwenden wir geschlossene Ways, bei denen der erste und der letzte Node identisch sind, um Flächen abzubilden. Und die Tags entscheiden dann, ob es eine Fläche ist oder nicht.
Meistens reicht dazu der Key aus. Beispiele für Tags sind Highway Primary, verwenden wir, um eine Bundesstraße zu erfassen. Wenn wir einen Punkt oder eine Fläche mit Shop gleich Supermarket taggen, also wir sprechen vom Taggen, wenn wir Tags vergeben, dann ist ein Supermarkt. Das Name Tag verwenden wir zur Erfassung des Namens. In dem Fall ist der Value Freitext, weil Namen sind Freitext. Bridge Yes für Objekte, die auf Brücken liegen. Und dann gibt es auch Tags, die haben eine wohldefinierte Syntax, zum Beispiel Opening Hours für Öffnungszeiten. Da gibt es eine umfangreiche Dokumentation, wie man diese erfasst. Und es gibt natürlich auch Tags für Werte, die Einheiten haben, wie zum Beispiel Höchstgeschwindigkeiten. Und der Default ist das metrische System. Wenn man andere Einheiten verwendet, dann muss man das angeben, also zum Beispiel Meilen pro Stunde. Eine sehr umfangreiche Liste an Tags findet man auch auf der Seite Map Features im OpenStreetMap Wiki. Zu den Datenquellen. Die beste Datenquelle ist, wie ich schon gesagt habe, rausgehen und sich die Realität vor Ort anschauen. Das geht aber nicht immer. Und manchmal ist es auch nicht praktisch. Man kann zum Beispiel nicht die gartenseitige Mauer eines Gebäudes erfassen, indem man einmal um das Gebäude läuft und durch den Garten einer Privatperson läuft, sondern man verwendet in solchen Fällen Luftbilder, die wir nutzen dürfen. Wir dürfen nicht jede Quelle nutzen, sondern nur Quellen, bei denen der Rechteinhaber uns erlaubt hat, die Daten auch zu verwenden oder von den Bildern abzuzeichnen. Das sind unter anderem Bing, Mapbox, Esri mit einem Bilderdienst, Digital Globe, das ist ein Betreiber von Satelliten, und einige regionale Behörden, wie zum Beispiel die Metropolregion Ruhr mit Luftbildern mit einer Auflösung von 10 cm. Die Luftbilder sind sehr gut. Maps for BW, das ist eine Karte der baden-württembergischen Vermessungsverwaltung. In Berlin dürfen wir Luftbilder und Karten nutzen, in Bayern Luftbilder. Und wer an der niederländischen Grenze wohnt, der sollte auch einen Blick auf PEDOC werfen. Das ist das niederländische Luftbild, das sehr weit nach Deutschland hineinreicht. Eine andere Datenquelle sind auch Streetview-artige Dienste. Google Streetview und auch Google Maps dürfen wir nicht benutzen. Das lassen die Nutzungsbedingungen nicht zu, aber es gibt eine Firma namens Mapillary und deren Geschäftsmodell ist es, dass die OpenStreetMap-Mitwirkenden Bilder machen, sie zu Mapillary hochladen und im Gegenzug dürfen wir deren gesamten Bilderbestand nutzen. Und da kann man dann auch Informationen erfassen. Dieses Bild hat jetzt relativ wenig Inhalt, außer man ist Eisenbahnfan. Aber es gibt auch Bilder von Autobahnen und Stadtstraßen, aus denen man dann Wegweiser ableiten kann. Ich bin jetzt am Ende meiner Präsentation angelangt und jetzt folgt die eigentliche Demo, wie man editiert. Diese Präsentationsfolien gibt es online auf meinem Webserver. Außerdem gibt es zum OpenStreetMap-Projekt auch Hilfekanäle, wie zum Beispiel ein Forum, diverse Mailinglisten, eine Stack Overflow-artige Anwendung namens OSM Help und diverse IRC-Kanäle. Um bei OpenStreetMap Daten online zu editieren, ruft man die OpenStreetMap-Website auf und wenn man es noch nicht gemacht hat, legt man sich ein Benutzerkonto an. Da werden nur sehr wenige Daten erfasst, die E-Mail-Adresse, Benutzername und das Passwort. Ich habe schon ein Benutzerkonto, ich melde mich an. So, hier sehen wir jetzt die OpenStreetMap-Karte, ne, und er geht jetzt in einen Bereich, wo im Moment noch wenig ist, damit wir ein paar Sachen machen können. Ne, und wie ihr seht, habt ihr oben ein paar Felder, ne, zum Beispiel auch das Bearbeiten-Feld, und da gibt es verschiedene Editoren. Und da wählen wir jetzt den ID aus.
So, es ist ein gewisser Zoom-Level erforderlich, um den auswählen zu können. Da hat man die Möglichkeit, erstmal eine Einführungstour machen zu können. Das überspringen wir jetzt und wir beginnen eigentlich direkt mit dem Mappen. Also dem Zeichnen. Wie ich schon gesagt habe, gibt es verschiedene Luftbilddienste, die wir verwenden dürfen. Standardmäßig verwendet der ID-Editor Bing. Das hier ist jetzt gerade das Grenzgebiet zwischen Sachsen und Thüringen im Vogtland. Das ist eine relativ abgelegene Gegend, wo OpenStreetMap auch noch recht schlecht ist. Da gibt es Dörfer, die bestehen aus einem Punkt und einer Straßenkreuzung. Andernorts haben wir schon Gebäude. Ich werde jetzt auf einen anderen Luftbilddienst umschalten, nämlich auf Esri. Das ist in diesem Fall der beste Dienst, das sehen wir auch, wenn wir hineinzoomen. Wir sehen Gebäude, die sehen aus wie auf einem amtlichen Luftbild. Ist auch kein Wunder, wir sind jetzt momentan in Thüringen und in Thüringen hat die Vermessungsverwaltung ihre Luftbilder an Esri gegeben, darf im Gegenzug dann andere Esri-Sachen nutzen. Esri ist eine Firma für Geoinformationssoftware, aber für teure proprietäre Software, die ist bäh. Die anderen Dienste, die wir haben, sind Bing. Ihr seht schon, das Luftbild ist schlechter. Es ist weniger gut aufgelöst. Es hat auch einen Versatz, wenn ich hin und her wechsle. Schaut euch einfach mal hier die Gebäude an und die Straße und den Abstand. Dann gibt es den Luftbilddienst Digital Globe Premium und Digital Globe Standard. Das ist in dem Fall hier das gleiche, aber es gibt auch Unterschiede. Es gibt Mapbox. Mapbox kauft bei Digital Globe ein, aber die Bilder sind manchmal andere als in den Digital Globe Layern. Und ja, das war's jetzt hier. Wir nehmen den Esri Layer und fangen jetzt mal an, etwas relativ Langweiliges zu machen. Wir zeichnen Gebäude. Dazu klicken wir auf Fläche. Und dann klicken wir hier am Dach drauf entlang, ein Rechteck. Klicken auf den ersten Punkt wieder, um das Polygon zu schließen. Dann klicken wir rechts und machen es rechtwinklig, denn die meisten Gebäude in Deutschland sind rechtwinklige Gebäude. Der ID fragt uns jetzt, was soll das Polygon denn darstellen? Es ist keine Flächennutzung, sondern es ist ein Gebäude. Und da ich nicht vor Ort gewesen bin, weiß ich nicht, was für ein Gebäude es ist. Also ob es ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbe, Fabrik, allgemeines Wohngebäude oder was auch immer ist. Ich klicke auf Gebäude. Ganz generisch. Ich kann noch weitere Angaben machen, wenn das Gebäude einen Eigennamen hätte oder wie viele Stockwerke es hat, die Adresse, falls ich sie wüsste. Weiß ich alles nicht. Wir schauen uns mal an, was für Tags hier gesetzt wurden. Diese Objektvorlage, die Tagging-Vorlage, erspart einem, sich diese Tags zu merken. Und sie hat hier Building gleich Yes gesetzt. Machen wir noch ein zweites Gebäude. Rechtwinklig machen, Gebäude. Wenn wir hier näher heranzoomen, fällt ein Fehler auf. Der ist typisch bei Luftbildern. Luftbilder werden, wenn sie eine hohe Auflösung haben, von Flugzeugen gemacht und wenn sie eine geringere Auflösung haben, von Satelliten. Und der Blickwinkel von der Kamera auf die Erdoberfläche ist nicht immer genau rechtwinklig. Die Bilder werden nicht genau senkrecht aufgenommen. Und deshalb sehen wir hier auch die Fassade des Gebäudes. Aber OpenStreetMap ist ja kein Projekt, um Dachflächen zu erfassen. Außerdem wäre die Fläche sowieso an der falschen Stelle. Deshalb verschieben wir das Dach jetzt so, dass es zum Gebäude passt. Das sieht jetzt daneben aus, aber es ist jetzt richtiger. Das machen wir hier bei diesem Gebäude auch noch. So. Damit wäre ich jetzt mit diesen beiden Gebäuden fertig. Diese Änderung speichere ich jetzt. Und jetzt werde ich gefragt nach einem Kommentar, was ich denn gemacht habe. Es ist sehr empfehlenswert, einen Kommentar einzugeben. Es zeigt nämlich den Respekt gegenüber anderen Aktiven im Projekt, damit diese nachvollziehen können, was man gemacht hat. Ich schreibe hier Gebäude ergänzt.
Wenn man ein Neuling ist, kann man bei den ersten Änderungssätzen gerne auch hier einen Haken setzen. Ich will meine Bearbeitungen von jemand anderem überprüfen lassen. Der Haken hat eine relativ geringe Bedeutung. Grundsätzlich ist es bei OpenStreetMap so, dass die Änderungen live in der Datenbank landen und Datennutzer auch live die Updates erhalten, die diese Änderungen enthalten. Das heißt natürlich auch, dass ein böswilliger Vandale, wenn er mal ein Dorf löscht, das Dorf dann auch sofort von Karten verschwindet, die minütliche oder stündliche Updates beziehen. Und erst wenn jemand diese Änderung wieder zurückrollt, wir sprechen vom Revert, dann wird wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt. Ich bin relativ erfahren, ich mache den Haken nicht, sonst wirkt das etwas komisch. Klicke auf Hochladen. Das dauert einen Moment. Und jetzt können wir uns diesen Änderungssatz auf OpenStreetMap.org ansehen. Da wurden jetzt auch Tags ergänzt. Ich habe zum Beispiel, wie viele Änderungssätze ich davor schon hochgeladen habe. Das sind 6574. Die Softwareversion, auf welchem Host der ID-Editor läuft, welche Luftbilder ich verwendet habe und welche Sprache. Das ist gerade, wenn man Übersetzungsfehler in den Tagging-Vorlagen nachvollziehen möchte, sehr sinnvoll, dass dran steht, welche Sprache man verwendet hat. Andere Mapper können hier jetzt Fragen stellen, zum Beispiel, welches Luftbild hast du denn wirklich verwendet? Bist du dir wirklich sicher, dass das Gebäude noch steht? Oder, ich bin gestern vorbeigefahren, das Gebäude ist abgerissen worden. Tut mir leid, ich muss das wieder löschen. Da das hier jetzt kein reiner Vortrag sein soll, würde mich interessieren, ob ihr irgendwelche Fehler in den letzten Tagen oder Wochen in OpenStreetMap gefunden habt, die wir korrigieren können jetzt. Entschuldigung. Ja, hallo. Wir haben vor 2 Stunden versucht, eine Skaterbahn zu erfassen und wussten nicht, wie wir die Skaterbahn typisieren. Und haben das als Spielplatz gemacht. Also dort, wo Skater ihrer Leidenschaft nachgehen können? Ja, so eine Outdoor, einfach so eine Halfpipe, einfach nur im Dorf. Das Dorf heißt Klecken. Da schaue ich mal im OpenStreetMap-Wiki nach dem Stichwort, vielleicht finde ich schon etwas. Key Inline Skates klingt ja schon mal nicht ganz falsch. Nee, das ist die Zugangsbeschränkung, ob man einen Weg mit Inline Skates benutzen darf. Inline Skating. Genau das gleiche. Das könnte wahrscheinlich das da sein. Nein, auch nicht. Vielleicht ist ja doch der Spielplatz. Das ist Winter. Da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ja, Entschuldigung, aber ich glaube, der Spielplatz ist es wahrscheinlich dann. Was? Dann ist es vielleicht doch der Spielplatz. Ja, aber ich persönlich würde jetzt eine Halfpipe nicht als Spielplatz erfassen, weil da erwarte ich doch ganz andere Dinge, viel mehr Beton und weniger Sand. Also es tut mir leid, die Frage kann ich so direkt nicht beantworten, da müsste ich auf das OpenStreetMap-Forum verweisen. Da kannst du im deutschsprachigen OpenStreetMap-Forum auch Fragen stellen, da brauchst du ein OpenStreetMap-Konto und es dauert dann noch manchmal einen Tag, bis deine Frage freigeschaltet wird als Spam-Schutz. Die nächste Frage bitte. Ich habe vorhin den Geldautomaten, der hier im Kongresszentrum steht, nachgetragen als Geldautomat, aber ich konnte... Also ich habe es über maps.me, also vom Handy aus gemacht und da konnte ich innerhalb des Gebäudes nicht näher definieren, dass es hier, glaube ich, im 2. Stock ist, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, weiß ich nicht, oder -1, glaube ich, ist. Kann man sowas noch irgendwo präzisieren? Ja, das kann man. Dafür gibt es das Tag Level. Ist es der Geldautomat hier? Ja, genau, den habe ich so ein bisschen blind da, wenn es der ist,
Genau, dann habe ich den, glaube ich, da reingesetzt. Der ist nicht sehr präzise gewesen, ja. Das kann ich nachvollziehen. Mit auf einem Touchscreen ist man nicht so gut als ein Geübter mit einer Maus. Ich meine, da steht irgendwo in der Nähe diese Rolltreppen, oder? Ja, genau. Weißt du, ob der zu dem See hin von den Rolltreppen aus steht? Sonst schaue ich nachher, der ist in der Nähe unserer Assembly. Ich schiebe ihn einfach mal woanders hin. Hier steht drin als Betreiber Volksbank. Das ist die Volksbank. Also die Sparkasse ist im Glasgebäude, da ist auch eine, die hatte ich auch nachgetragen. Da ist Etage. Okay, alles klar. Ja. Hier kann ich jetzt auswählen, Feld Etage. Und da kann ich angeben, wo er ist. Und wenn er jetzt auf der Etage minus 1 ist, dann gebe ich minus 1 an. Okay, super, danke. Es ist nur eine Frage. Hier im Kongresszentrum ist die Definition von Etage minus 1 meiner Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig, weil unter Etage 0 verstehe ich das, was mit dem Erdboden gleich ist. Und minus 1 ist hier mit dem Erdboden gleich, deshalb nehme ich mir die Freiheit und schreibe 0 rein. Am Ende ist es so, es muss innerhalb des Gebäudes konsistent sein. Damit, wenn man Indoor-Karten erstellt, so wie jetzt zum Beispiel das C3NAV, das ist ein schönes Beispiel für Indoor-Karten, nur ohne OSM in dem Fall, dass es da dann passt alles. Ich habe noch eine Frage. Was passiert mit konkurrierenden Änderungen? Also wenn sich zwei streiten über irgendwie einen Wegnamen oder über eben diesen Geldautomaten, der hin und her geschoben wird oder sowas. Wie kriegt ihr das mit? Also es gibt zum einen technische Konflikte. Das heißt, wenn du etwas heruntergeladen hast in deinen Editor und bevor du es hochlädst, sich jemand anderes das Objekt ändert, dann wird der Server das Hochladen verweigern und sagen, tut mir leid, auf dem Server ist schon eine neuere Version. Wenn du aber gerade die neueste Version lokal hast und sie hochlädst, dann ist es ein Edit-Wort, so wie man ihn aus der Wikipedia kennt. Zwei Leute sind sich nicht einig und machen jeweils gegensätzliche Änderungen. Irgendwann wird einer hoffentlich vernünftig sein und aufhören, nach dem Grundsatz, der Klügere gibt nach, und eine höhere Instanz anrufen. Oder es macht jemand anderes und sagt, ja, schau mal, hier sind zwei und die streiten sich und die machen dauernd konkurrierende Änderungen. In Zypern, oder? Ja, sowas hatte man zum Beispiel in Zypern, dass die Türken immer die Namen Text auf Türkisch gemacht haben und die Griechen dann wieder zurück in Griechisch. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Man kann sagen Name TR und Name GR. Und je nachdem, welche Karte dann gerendert wird, erscheint es in Deutsch oder in Türkisch oder in Griechisch. Ja, auch ein Beispiel für einen Konflikt ist die Jerusalem-Frage. Jerusalem hat, soweit ich weiß, kein Name-Tag, sondern nur Name-Tag für spezielle Sprachen, weil sich die einzelnen Gruppen nicht einig werden konnten, ob der Name hebräische Zeichen, arabische Zeichen oder lateinische bekommen soll. Und weil die Gruppen sich nicht einigen konnten und so verbuggt sind, war dann die Entscheidung der Data Working Group, das ist die Gruppe, die auch Benutzerkonten sperren kann, dass diese Stadt einfach keinen Nametag bekommt, wenn die Leute sich nicht einigen können, nicht vernünftig genug sind. Die nächste Frage bitte. Jetzt wart ihr gerade schon bei Indoor-Maps. Wie erstellt man die? Gibt es da gewisse Vorgaben? Wie geht man daran? Was braucht es dafür? Also Indoor-Maps sind schon ein relativ anspruchsvolles Thema. Der einfachste Ansatz ist, man macht nur Punkte für die Objekte, zum Beispiel wenn du ein Einkaufszentrum hast und du hast da drin die Ladengeschäfte. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel aus meiner OSM-Frühzeit. Das dürfte wahrscheinlich immer noch so aussehen. Dieses Kaufland-Center mit diversen kleineren Läden drin. Keine Ahnung, ob es die alle noch gibt. Ich war seit 4 Jahren nicht mehr dort.
Da haben wir hier das Gebäude an sich. Und dann habe ich hier die Flure gemappt als Linien. Der Flur hat dann die Tags Highway Corridor Level 0, weil er im Erdgeschoss liegt. Und Source Estimation Survey. Da habe ich angegeben, dass es teilweise geschätzt ist. Und dann habe ich hier die Läden, zum Beispiel diesen Mobil-Handyladen mit Öffnungszeiten Stockwerk 0. Und da gibt es dann auch Karten, die das anzeigen. Wie zum Beispiel Open Level Up. Okay, das hat eine neue URL. Ich zeige es jetzt mal demonstrativ an einem Bahnhof in Berlin, der dafür bekannt ist. Das sieht hier schon sehr professionell aus. Da war auch jemand 2 Tage zugange im Bahnhof und hat auch mit Laserentfernungsmessung wirklich einen Gebäudeplan erstellt. Ist deine Frage beantwortet? Dann der nächste, bitte. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es eine Art Playground, also einen Spielplatz, wo ich mich mit Änderungen ausprobieren kann und am Ende schauen kann, wie sieht das aus, denn wenn ich ja immer auf der realen Karte arbeite, dann versaue ich ja den anderen unter Umständen die Daten. Es gibt keinen echten Spielplatz, es gibt ein paar verschiedene Spielplätze, 2 bekannte, ich stelle sie dir mal vor. Zum einen gibt es die DevAPI. Das ist schlicht und einfach OpenStreetMap nochmal ein zweites Mal installiert. In dem Fall, die DevAPI ist eigentlich gedacht, um Editor-Software zu testen. Da hat man in der Datenbank sonst nichts, außer irgendwelche zufällig reingekippten Daten. Da braucht man auch einen separaten Account. Ich habe dort auch nochmal einen, weil ich selber gerade auch ein bisschen Editiersoftware entwickle. Keine Ahnung, warum das nicht will. Da gibt es auch nochmal den ID-Editor, da kannst du drin rumspielen. Problem ist nur, diese Karte, die du hier siehst, die wird nicht separat gerendert, sondern das ist die Karte aus der Hauptdatenbank. Das heißt, du kannst hier nicht das Ergebnis dir ansehen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist im ID-Editor der Fall. Wenn du den ID-Editor aufrufst, da bietet der dir einen Tutorial-Mode an am Anfang. Wir haben den übersprungen, da kannst du auch rumeditieren. Dort hast du auch eine kleine fiktive Welt mit ein paar Straßen, ein paar Gebäuden, ein paar Läden. Aber auch da hast du kein fertiges visuelles Ergebnis. Diese Abstraktion zwischen gerenderter Karte und den originalen OSM-Daten, die muss man auch ein bisschen im Kopf vornehmen. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Kann ich bei Rolltreppen und Fahrstühlen angeben, welche Ebenen die erfassen? Ja, das ist das Level-Tag, dann entsprechend an der Treppe oder an der Rolltreppe oder am Fahrstuhl. Und wenn du mehrere Werte dafür hast, weil die Rolltreppe mehrere Stockwerke anfährt oder der Aufzug, dann trennst du die mit einem Semikolon. Das ist der inoffizielle Trenner für mehrere Werte für den gleichen Schlüssel. Okay, vielen Dank. Und dann würde ich dich noch einmal bitten, so eine Objektmodellierung zu machen in dem Beispiel von zum Beispiel einer Insel auf einem See, also wo man dieses Innen-Außen-Verhältnis nochmal sehen kann. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt mit dem ID-Editor hin, weil ich benutze normalerweise den JOSM-Editor, der sich für solche Sachen besser eignet. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Oder weißt du das? Kannst du mal bitte halten?
Ich glaube, das war es jetzt, ja. Also der Trick war folgender. Zuerst die beiden Flächen zeichnen, der äußeren Fläche die Attribute geben, also als See kennzeichnen. Dann mit gedrückter Shift-Taste beide Objekte markieren, Rechtsklick, vereinigen. Alles klar. Das, das Ergebnis ist, wenn ich es anklicke, ist, ich habe hier eine Linie, okay, die sollte jetzt nicht das Area Tag Yes, dieses Tag haben, das ist ein Bug im Editor. Und hier steht, sie ist Mitglied in der Relation, in einer Seerelation mit der Rolle Inner. Und jetzt habe ich die Relation ausgewählt mit ihren Mitgliedern. Okay, ich habe noch eine andere Frage, und zwar, wenn ich in der Natur unterwegs war und einen Weg aufgezeichnet habe. Und ich habe da eine, ich glaube, es ist eine KML-Datei mit den entsprechenden Koordinaten, und ich will die gerne hier reinbringen, weil es den Weg noch gar nicht gibt, man ihn vielleicht auch da im Wald gar nicht so richtig erkennen kann. Wie mache ich das? Ich weiß nicht, ob... Du kannst hier eine lokale GPX-Datei, keine KML-Datei, eine GPX, ja, ist, glaub ich, laden. Das ist hier eine neue Umgehungsstraße, die ich über Weihnachten abgefahren habe. Und wie mache ich die jetzt, wie bringe ich die jetzt als neuen Weg hinein da in OpenStreetMap? Da würdest du die Straße nochmal von Hand abzeichnen, weil so ein GPS-Track kann Fehler haben. Zum Beispiel, dass er so zickzackig quer zur Linie läuft, zum Fahrweg läuft. Das generalisierst du von Hand. Okay, danke. Weitere Fragen? Ich vermute mal, das ist nicht, also das muss in einem richtigen Browser laufen und ist nicht mobil möglich. Gibt es auch einen Tipp für eine mobile App oder ist es sogar dafür auch fähig? iPhone, Android, also Handy. Also halt. Der ID-Editor ist eigentlich nur auf Desktop-Computern brauchbar. Mobil, ich weiß gar nicht, ob er sich da überhaupt starten lässt oder ob er dann sagt, nee, der Bildschirm ist zu klein oder du hast einen Touchscreen. Da gibt es die App Vespucci für Android. Diese App gibt es in den üblichen App-Stores und die ist auch Open-Source. Für iOS gibt es unter anderem GoMap. Tendenziell ist es so, dass es für Android mehr Apps gibt als für iOS und die Android-Apps sind auch meistens die, die noch leben, Open-Source, während die iOS-Apps proprietär sind und deren Entwickler davonlaufen. Okay, danke. Dankeschön. Eine kurze Frage. Kann man in Vespucci auch Gebäude darstellen mit mehreren Ebenen, also Gebäude, Navigation? Also die App eignet sich ja nur als Editor. Sie hat einen Indoor-Mode, aber den habe ich noch nicht ausprobiert. Da kann ich dir keine Details dazu nennen. Weil ich arbeite selber sehr viel mit Vespucci, aber habe die Funktion bisher noch nicht gesehen. Deshalb. Okay, danke. Die nächste Frage, bitte. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, warum ich den aufgezeichneten Track da noch nicht reingekriegt habe. Es gibt ja unter OpenStreetMap den Punkt GPS-Tracks, wo ich meine und fremde Tracks sehe, aber ich habe den Punkt einfach nicht gefunden, wie ich den auf einer Karte darstelle. Vielleicht kannst du das nochmal zeigen. Direkt ganz oben unter GPS-Tracks sind die schon erfasst, genau da. Ja, man kann bei OpenStreetMap auch GPS-Tracks hochladen. Die stehen dann auch anderen Benutzern zur Verfügung und die kann man verwenden, um die Positionsgenauigkeit von Luftbildern zu prüfen.
hier Kartendaten und dann kannst du sie hier laden. Aber die ist schon hochgeladen, also es gibt die schon in dieser Liste, die du eben gezeigt hast. Da existiert dieser Weg schon. Dann kannst du bei den Hintergrundlayern hier den Haken setzen, GPS-Tracks von OpenStreetMap. Und da siehst du aufgezeichnete GPS-Spuren, aber leider nicht alle, sondern nur die Spuren, die als öffentlich markiert sind, bei denen man also nachvollziehen kann, wer sie hochgeladen hat und wann sie abgefahren wurden. Alles klar, danke. Du musst also die Sichtbarkeit deines GPS-Tracks ändern. Sei dir der Privatsphären-Implikationen bitte bewusst. Die gibt es auch übrigens, wenn man in OpenStreetMap viel editiert. Wer viel editiert, gibt unfreiwillig Preis, wo er war. Weitere Fragen? Nakama, du hättest jetzt noch Zeit. Ja, also wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann fragt. Ansonsten machen wir es so. Ich frage dich, wo man dich finden kann. An der OpenStreetMap Assembly, wenn ich nicht gerade als Engel unterwegs bin. Sehr schön. Ansonsten kann man mich auch über Deckt erreichen. Steht im Adressbuch, im Telefonbuch. Hervorragend. Dann nochmal vielen lieben Dank für diesen großartigen Talk und das Show and Tell.